Hallo und willkommen zurück zu XCOM. Das letzte Mal hatten wir ja einen recht schweren Einsatz. Und zwar gab es einen Terrorangriff auf Japan. Und wir haben dann unsere Truppe losgeschickt und hatten wirklich Glück. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir mindestens einen oder sogar zwei Männer verlieren. Wir hatten nur zwei Verletzte und konnten jede Menge Zivilisten retten. Jetzt heute schauen wir erstmal einen kurzen Überblick über die Forschung. Und zwar, hier werden noch die Sucher, findet noch Autopsie statt. Satellitenkontrollzentrum braucht noch 3 Tage. Und das Ratstreffen ist in 8 Tagen. Ich würde ganz gern, lasst mal in die Kaserne schauen. Offiziersschule. Und zwar Truppenstärke 2. Das bedeutet, dass wir dann mit voller Truppenstärke losgehen können. Und ich glaube, das machen wir auch. So. Dann müssten wir, glaube ich, noch Orden haben, die wir vergeben können. Jawohl. Orden vergeben. Ich würde sagen, das geben wir dem zweiten Mac. Denn die sind ja immer sehr weit vorne. Wobei ich gar nicht weiß, ob die irgendwie von Heilung so profitieren. Naja, gut. Jetzt hat er es und was haben wir hier? Ah, nee, das will ich nicht abbrechen. Kraft zuweisen. Huch, da habe ich mich ein bisschen... Ne, 2 Ziele, genau. Ja, gut, das stimmt schon, genau. Okay. Da habe ich bloß ein bisschen schnell geklickt. Ich würde sagen, das bekommt, Bluecrom. Denn der ist nach Möglichkeit ja oft dabei. Weil es, ja, ein Soldat ist oder ein, wie nennt sich das? Sturmsoldat. Der oft schon dabei war und dementsprechend weit ist. Und Soldaten anwerben braucht man nicht. Ehrenmal braucht man auch nicht anschauen. Dann gibt's noch eine Sache. Ich würde ganz gerne noch was bauen. Einrichtung bauen. Und zwar, ich würde ganz gerne hier die, die Werkstatt hinbauen. Kostet 62, wir haben 26. Müssen wir mal kurz auf dem Schwarzmarkt ein wenig Kohle organisieren. Schwarzmarkt hier. Was können wir denn gut verkaufen? Hier zum Beispiel Legierungen können wir gut verkaufen. Machen wir mal hier und dann hier noch. Genau, ich denke, da haben wir auch genug. Das dürfte nicht weiter dramatisch sein. Sehr gut. Sobald unser Satellit fertig ist, werden wir hier ein Satellit hochschicken für die USA. Jetzt bauen wollten wir, genau. Einrichtung bauen. Und zwar hier hin, und zwar die Werkstatt. Sehr gut. Hier werden wir baldmöglichst nochmal ein Kraftwerk hinbauen. Und hier möchte ich ganz gerne das Genlabor hinbauen, können wir aber jetzt nicht ausheben, die Erde, weil wir einfach nicht mehr genug Kohle haben. Gut. Okay, dann gibt es eigentlich im Moment nur weiter zu scannen. Okay. Die Forschung ist durch. Wer will, kann es durchlesen. Gut.
Okay. Das ist was fürs Genetiklabor. Das kommt dann noch. Ich würde einfach sagen, wir machen mal weiter mit den Autopsien, damit wir da vorankommen. Ich hätte zwar ganz gern hier noch die Körperpanzerung und so oder schwerer Laser oder sowas, weil ich glaube, dass der schwere Laser für den Mac dann nutzbar sein könnte, eventuell. Aber die Autopsien gehen relativ schnell und sind auch wichtig. Basierend auf unseren bisherigen Beobachtungen an der Front, einschließlich einiger sehr bizarrer, traumatisierender Fälle von Geburten seiner Jungen, bezeichnen wir dieses Exemplar als Chrysalid. So, Chrysalid. Ja, die haben einiges einstecken können, ne, so in der Mission. Also wenn diese schwere Mission interessiert beim letzten Mal, wo wir Japan den Arsch gerettet haben, der kann sich das gerne anschauen, war die letzte Folge, also die Folge hier vor. Gut. Im Moment können wir nichts weiter tun. Dann geben wir hier mal Gummi. Satellitenkontrollzentrum bereit. Was weiteres bauen können wir ja nicht. Ich kann euch allerdings mal, wir haben hier so ein, weil die direkt übereinander sind, also direkt aneinander grenzen, das würde auch funktionieren, wenn es quasi hier nebendran wäre oder so, haben wir da so ein Bonus. Wartet mal, das sieht man allerdings nur ein, Richtung bauen, genau. Seht ihr hier durch das Plus markiert? Da bekommen die dann einen Bonus. Energie haben wir quasi keine mehr, das heißt, wir müssen als nächstes Kraftwerk bauen. Und ich möchte gucken, dass die Kraftwerke hier hinbauen. Es gibt später noch so ein spezielles Kraftwerk. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Nexus oder irgend sowas. Das macht wahnsinnig viel Energie. Und das ist auch eine gute Sache. Dieses Dampfkraftwerk ist ganz gut. Okay. Dann würde ich sagen, scannen wir mal weiter. Ah ne, Quatsch, wir haben ja jetzt das Satellitenkontrollzentrum. Das heißt, wir können der USA einen Satelliten spenden. Genau. Satellit gestartet. So, damit ist natürlich jetzt die Panik gefallen. Das ist gut. Und dann machen wir mal weiter. An was wir auch denken müssen, wir müssen irgendwann mal unsere Jäger hier, die sind ja oben, die müssen wir unbedingt mal irgendwann upgraden, denn die legen sich ja immer mit den UFOs an und irgendwann werden die UFOs natürlich auch immer stärker und dann kriegen die aufs Maul, werden abgeschossen oder sonst was und das wollen wir natürlich nicht. So. Nanofaser-Dingens wollen sie, haben wir einen auf Lager. Wir haben 20 Tage. Ich würde sagen, wir warten einfach, denn demnächst ist ja eh Ratstreffen, dann gibt es wieder Kohle. Dann bauen wir einen und dann verkaufen wir das. Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Das Signal ist diesmal jedoch ein wenig stärker. So, hier haben wir jetzt einen Jäger, ein UFO, was wir nicht mit einem Jäger abfangen können, weil es einfach zu weit weg ist. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, wie es zu ignorieren. Ja, was wollen wir machen, ne? Commander, wir haben den letzten UFO-Kontakt nicht mit unseren Kampfjets abgefangen. Hoffentlich richtet er keinen ernsthaften Schaden an. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. So. Da wir das UFO nicht abfangen konnten, bedeutet es irgendwo, über Indien oder was, ist die Panik wahrscheinlich... Aber über China ist die Panik gestiegen.
Ich will allerdings jetzt keinen weiteren Satelliten erstmal über China schicken. Würde das eigentlich gehen? Ja, das würde gehen. Aber das machen wir nicht. Denn ich weiß nicht, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Und wir werden auf jeden Fall nochmal Satelliten bauen. Mal gucken. Wir haben jetzt keine Kohle, aber werden das auf jeden Fall machen. So. Wunderbar, die Autopsie ist durch. Ihr könnt es wie immer durchlesen. So. Okay, nächstes Projekt. Schweber-Autopsie. Wir bezeichnen dieses Exemplar als Schweber. Ich bin mir sicher, es ist klar, warum. Das Forschungsteam untersucht weiter, wie die Aliens verhindern, dass das organische Material die mechanischen Teile abstößt. Sie scheinen perfekt zu harmonieren. Wunderbar. So. Wir haben einen neuen Kontakt. Er sendet ein merkwürdiges Signal. Fast so, als wäre er auf der Suche nach etwas. Okay, schon wieder über China. Kein Jäger in Reichweite. Das bringt uns halt überhaupt nichts, ne? Okay, China wird jetzt wahrscheinlich austicken. Das heißt, wir müssen dann jetzt doch einen Satellit hochschicken. Kontakt entdeckt. Immer noch kein Jäger in Reichweite. Commander, wir haben einen Satelliten verloren. Wir können bei dieser Nation keine UFO-Kontakte mehr verfolgen. Als Reaktion hat sie uns die finanzielle Unterstützung entzogen. So ein Mist. Wartet mal. Ist Dingens schon komplett raus? Satellit starten. Okay. Satellit gestartet. Wir müssen dringend Satelliten bauen. Im Orbit 3. So, ich wüsste ganz gern, wie viele Satelliten wir überhaupt... 5 können wir, glaube ich, managen. Okay. Oh, da war noch... Wartet mal. Indien. Okay, kommt, dann schicken wir gleich noch einen Satellit nach Indien. Und ich hoffe, das ist keine Fehlentscheidung. Denn wir haben nämlich dann keine Satelliten mehr, irgendwie, um einzugreifen. Ja. Satellit gestartet. Gut. Ich muss mal überlegen, was wir tun können, ob wir, weil wir haben jetzt hier nur in Europa quasi Jäger. Vielleicht muss man irgendwie Stationen noch irgendwo gründen. Ich weiß gar nicht mehr richtig, wie das funktioniert. Muss ich nochmal schauen. Jetzt machen wir hier mal weiter und hoffen das Beste. Wann ist Ratstreffen? Ratstreffen ist in 2 Tagen. Dann gibt's Kohle. Satellitenabdeckung, eingehende Übertragung, Vereinigte Staaten. Okay. Sie haben bei der Bekämpfung der Aliens im Verlauf des letzten Monats gute Arbeit geleistet, Commander. Dennoch glauben wir, es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, das glaube ich auch. So, weitermachen. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. So, was wir jetzt machen ist erstmal hier... Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Das ist wir schick. Sind über jede Hilfe hier unten froh. Wir tun so eine Weste. So eine Weste bauen. Denn die können wir ja dann verkaufen. Okay. Dann würde ich sagen,
verkaufen wir die jetzt auch gleich? Commander, jetzt wäre eine Gießerei hilfreich, um die neuen Waffen und die Ausrüstung noch effektiver zu machen. Ich empfehle, eher früher als später mit dem Bau zu beginnen. Gut, eine Gießerei, die bauen wir dann auch auf jeden Fall. Jetzt will ich erstmal, wo war diese Anfrage? Genau. Genau, die hat uns ja jetzt 26 gekostet Dollar und wir kriegen 57 zurück. Das ist ganz gut. Wunderbar. Und wir gehen als nächstes ins Bauvorhaben. Bauen hier ein Kraftwerk hin. Boah. Ah ne, ich habe schon gedacht. Okay. Wärmekraftwerk ist das. Weil wir ja hier quasi über so ein Wärmepool sind, wenn wir ein normales Kraftwerk bauen, macht es bei weitem nicht so viel Strom. Und es kostet 200, der Wahnsinn. Aber es gibt halt jede Menge Energie. Machen wir das? Wir heben hier den Boden aus, weil wir noch ein Genlabor haben wollen. Und wir bauen noch einen Satelliten. Satellit herstellen. Machen wir mal einen. Nein, die dauern aber relativ lang. Das kann ich schon nicht mehr bauen, oder? Okay, die Kapazität reicht zwar nicht, aber wir machen trotzdem. Und ja, jetzt ist die Frage. Ich würde ganz gern doch so eine herstellen. Und damit, denke ich, sind wir wieder ganz gut gestellt. Das Genetiklabor, das können wir eh noch nicht bauen. Wartet mal. Nett Gegenstände. Einrichtung bauen. Genau. Das Genetiklabor soll ja hier hin. So, hier kommt das nächste Kraftwerk hin. Das macht richtig viel Energie. Das ist gut. Und wir könnten eine Gießerei bauen. Das ist aber hier unten. Würde ich die halt ganz gerne hinbauen. Und da müssten wir... Was kostet denn das Ausheben? Naja, wir haben keine Energie mehr. Okay. Das bringt uns nichts. Wir müssen warten, bis es fertig ist in 8 Tagen. Gut. So. Ja, die Satelliten brauchen halt ewig, 20 Tage. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir die jetzt schon gebaut haben. Was haben wir denn noch für Projekte im Moment? Schweber, Werkstatt. Die Satelliten werden einsatzbereit gemacht. Erdwärmekraftwerk. Ja, das ist ganz okay. Ich würde sagen, scannen wir nochmal eine Runde. Sehr schön. Gut. Dann... Ah, wisst ihr, was ich noch haben will? Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ja, wartet mal. Erstmal in die Forschung, das ist schon okay. Da schmeißen wir was Neues an. Neue Forschung. Autopsien können wir keine mehr machen. Das dauert mir alles zu lang. Das sind 10 Tage. 6 Tage. Ich würde ganz gern, glaube ich, den schweren Nee, wartet mal. Lasst uns mal die Schalenrüstung machen. Denn ich glaube, wir brauchen langsam mehr Panzerung. Ja, lasst uns mal die Schalenrüstung machen. So. Gut. Und ich wollte Laserwaffen bauen.
So. Und zwar... Nicht Laserpistolen, die brauchen wir nicht. Aber hier. Ich baue da mal... zwei Stück. So. Gut. Haben wir die jetzt schon gebaut? Ah ja, genau. Zwei steht ja dort, oder? Gut, wunderbar. So. Können wir schon gleich in der Kaserne, wartet mal, Soldaten. Genau. Da ist ja unser Blutkrom. Der trägt die falsche Rüstung. Wunderbar. Und der bekommt Bewaffnung. Einen von diesen Lasern. Zack. Sehr gut. Rüstung, genau, Rüstung gibt es noch keine andere. Sehr schön. So, und dann haben wir nochmal unser Medic. Und die bekommt nämlich auch eine andere Bewaffnung. Sehr schön. So. Und zwar werden wir immer die beiden Mechs mitnehmen. Wir werden den Sturmsoldaten mitnehmen. Wir werden einen schweren mitnehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, dann ist die Gruppe auch voll. Wenn möglich, nehmen wir noch einen Scharfschützen mit. Aber da müssen wir mal gucken, dass wir da noch einen Scharfschützen bekommen. Also der Scharfschütze ist noch 3 Tage platt. Aber warten wir einfach mal ab. So. Gut. Dann würde ich aber sagen, belassen wir es mal dabei für den Part. Wir haben ja einiges gemacht. Ne? Die Krise mit China haben wir einigermaßen überstanden. Optimal war es nicht. Aber immerhin. Und einiges ist im Bau. Einiges ist fertig geworden und dann würde ich doch sagen, wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst mir ein Däumchen, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Channel, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht und bis dahin, euer Latan.